Komplexe Fragen erfordern komplexe Antworten. Oder geht's auch ganz einfach mit den Antworten? Leicht verständlich, übersichtlich, mit schnellen Lösungen. So arbeiten Populisten und haben Erfolg. Und stellen gleichzeitig Demokratie und Rechtsstaat in Frage. Die Wahlen 2024 werden möglicherweise ebenso deutliche wie unliebsame Antworten liefern. Rechtsruck in Europa, was macht Populisten so erfolgreich? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Rosalia Romaniec ist bei uns, deutsch-polnische Journalistin. Sie leiten das Hauptstadtbüro der Deutschen Welle. Professor Werner Patzelt, emeritierter Politikwissenschaftler der Technischen Universität Dresden. Sie sind jetzt Forschungsdirektor der Brüsseler Niederlassung der ungarischen regierungsnahen Denkfabrik Matthias Corvinus Kollegium. Professor Wolfgang Merkel ist Demokratieforscher und emeritierter Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin. Und Rob Savelberg ist Deutschlands Korrespondent der Niederländischen Tageszeitung. Ich glaube, es ist die größte, der Telegraaf. Ausgezeichnet. Ja, wir haben schon eine schlimmere Aussprache dieses Zeitungstitels gehört bei uns auch. Herzlich willkommen bei uns. Herr Merkel, Innenminister Nancy Faeser hat ja heute mit Verfassungsschutzpräsident und BKA-Chef ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus vorgestellt. Das kommt zu einer Zeit, da es zum Beispiel auf den Straßen viele Proteste gegen Rechtsextremismus, auch gegen die AfD gibt. Wie gefährdet ist unsere Demokratie in Deutschland zurzeit? Ich glaube, dass sie weniger gefährdet ist, als der Diskurs, als die öffentliche Debatte eigentlich annehmen lässt. Ich gründe diese erste Antwort darauf, dass wir in einem internationalen Vergleich, das 200 Staaten auf diesem Globus untersucht, Deutschland stets in den letzten 10 Jahren unter den besten 20 Demokratien war. Das ist nicht wenig. Das heißt aber nicht, dass die Demokratie nicht herausgefordert wird und dass wir heute nicht mehr in einer Situation im Jahre 2024 sind, wie, sagen wir es, im Jahre 2000 der Fall gewesen ist. Und einer der Gründe, deshalb sind wir hier, einer der Gründe ist ein Aufblühen rechtspopulistischer Parteien, die ein zweifelhaftes Verhältnis zur Demokratie haben. Jetzt muss man natürlich sehen, dass wir reden ja über Europa heute. Da ist in Europa nicht alles gleich, die Entwicklung nicht überall gleich. In Deutschland gibt es ja Sorge um eine erstarkende rechtsextremistische Kräfte. In Polen hat ja mit Donald Tusk kürzlich ein liberaler, liberal-demokratischer, liberal-konservativer Premier die nationalkonservative Peace-Partei abgelöst nach 8 Jahren. Wie kommt es, dass da wieder plötzlich eine Mitte-Links-Regierung am Ruder ist? Also eine gegenteilige Entwicklung. Ja, eine linksliberale tatsächlich. Ja, ich glaube, das sind 8 Jahre Peace, 8 Jahre Politik, die permanent Menschenrechte verletzte, auch einschränkte, die Rechtsstaatlichkeit verletzte, abgebaut hat, die Vettenwirtschaft gemacht hat, die das Gefühl vermittelt hat, nie wieder abwählbar zu sein. Und dann irgendwann verstehen das die Leute schon. 2015, als sie an die Macht kamen, da hat Donald Tusk ein Land hinterlassen, das 10 Jahre in der Europäischen Union war und die Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie daran teilhaben, dass sie am Profit dieser wunderbaren Gemeinschaft irgendwie teilhaben. Deshalb hat die PiS damals aus wirtschaftlichen Gründen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen 2015 gewonnen. Das war jetzt anders. Gut, ja. Jetzt hat er ja eine zweite Möglichkeit, eine zweite Chance bekommen. Herr Savelberg, in den Niederlanden ist es umgekehrt gegangen. Da hat jetzt bei der letzten Parlamentswahl im November der Rechtspopulist Geert Wilders gewonnen. Das war ein fast erdrutschartiger Sieg. Klar, die stärkste Partei. Hat jetzt allerdings größere Probleme, tatsächlich Koalitionspartner, Bündnispartner zu finden. Das ist in ihrem Land, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Dauert eben dann auch seine Zeit. Letztes Mal war es 300 Tage. Also wir richten uns nur ab. Vielleicht noch etwas ähnliches. Spätherbst etwa ein, sich da einzurichten. Wie erklären Sie sich, dass er die Novemberwahl so deutlich gewonnen hat? Also wir haben in den Niederlanden ähnliche Probleme wie überall in der westlichen Welt. Also Energiekrise, viele Flüchtlinge,
sehr viel Migration in den letzten Jahren. Also Holland ist relativ voll, ein kleines Land, so etwa Nordrhein-Westfalen, aber demnächst 20 Millionen Einwohner. Und dann werden in den großen Städten, da werden die Mieten sehr teuer, die Häuser sind unbezahlbar, es gibt keine Plätze für Studenten, es sind sehr viele ausländische Studenten in den Innenstädten dazugekommen, vor allem aus Deutschland. Und mit den Expats, also die internationalen Leute, zum Beispiel die in den Regierungssitz Den Haag oder in Amsterdam wohnen, da wird die ursprüngliche Bevölkerung aus der Stadt hinaus getrieben. Und das ist so teuer, dass Leute sich quasi gegen die Inflation, gegen die Verteuerung wehren. Und jetzt werden die rechtspopulistischen Parteien in den Niederlanden, die versprechen quasi linke Politik, also Existenzsicherheit. Sie versprechen sozusagen, dass die Mieten bezahlbar sind, dass die Inflation zurückgeht und so weiter. Dass man eigentlich viele soziale Maßnahmen macht, aber also eigentlich linke Sozialpolitik durch eine rechte oder rechtspopulistische Partei. Das ist, was Sie versprechen. Ob Sie das einhalten, ist die große Frage. Die sind ja noch in der Findungsphase, was die Bündnispartner angeht. Herr Patzelt, in Deutschland liegt die AfD bei plus minus 20%. Ungarn regiert mit Viktor Orban, ein ausgesprochener EU-Gegner. Auch in Italien, Slowakei, Finnland sind rechtspopulistische oder rechtsextremistische Parteien an der Regierung beteiligt. Warum erleben die Populisten in Europa einen solchen Aufschwung? Es scheint so zu sein, dass viele Politiken, an die wir uns gewöhnt haben, die einfach ganz selbstverständlich waren, ökonomisch gesprochen, in ihren Grenznutzenbereich gekommen sind. Noch mehr Ausbau des Sozialstaates verbirgt nicht mehr soziale Gerechtigkeit. Noch mehr Offenheit und Multikulturalität verbessert nicht unbedingt die Lebensqualität und die verfügbaren sozialstaatlich einsetzbaren Gelder. Und so könnte man vieles durchgehen, etwa Europa. Noch mehr Europa, noch mehr Regelung, etwa der Landwirtschaft von Brüssel aus, verbessert nicht unbedingt die Lage der örtlichen Produzenten. Und so könnte man verschiedene Politikfelder durchgehen, wo die Leute den Eindruck haben, naja, diese und jene Politik ist im Grunde nicht verkehrt. Aber jetzt wäre es Zeit, ein wenig zu bremsen und ein wenig umzusteuern. Und weil man das differenziert diskutieren müsste, aber in unseren europäischen Öffentlichkeiten differenzierte Diskussionen nicht ganz modisch sind derzeit, vergröben sich dann. Das machen wir hier aber anders in der Sendung. Wir machen es anders. Wir sind ja auch keine Populisten, mein Lieber. Herr Professor Merkel, wie erklären Sie sich diesen Zulauf für rechtspopulistische, rechtsextremistische Parteien? Allgemeiner Trend, Ausnahme jetzt bestätigen die Regel sozusagen, oder hat es in jedem Land ganz spezielle Gründe? Beides ist der Fall, denn wie wir dann hören werden, unterscheiden sich manche rechtspopulistische Parteien. Also in Deutschland bei der AfD haben wir nicht diesen linksökonomischen Diskurs. Da steckt noch viel Neoliberalismus drin. Wenn man aber tiefer geht, wo eigentlich die Gründe für diesen Erfolg liegen, würde ich Folgendes anmerken. Eine Vorbedingung für den Erfolg ist, dass die großen Volksparteien in einer Art säkularen Niedergang begriffen sind. Und der ist irreversibel, der ist nicht umzudrehen. Das kann nicht einmal die CDU heute glauben. Es gilt für alle europäischen Parteien. Es gilt für nahezu alle europäischen Parteien. Ungarn ist vielleicht mit der Fidesz horrible dictu zu sagen, die einzige wirkliche Volkspartei. Also dadurch werden Wähler frei. Die suchen neue Repräsentanten in anderen Parteien. Das ist die Stunde dann, wo politische Unternehmer gewissermaßen auftauchen, ein neues Angebot machen. Und das ist der zweite Grund. Das Angebot zielt auf Wählerinnen und Wähler, die nicht mehr das Vertrauen in die Repräsentativität, die Repräsentationskraft der etablierten demokratischen Parteien haben. Also beides, das Abbröckeln, das Niedergehen der großen Volksparteien, frei werdende Wähler und Wählerinnen und dann eine repräsentative Demokratie, die nicht mehr diese repräsentative Bindungskraft hat wie vor 30 oder 40 Jahren. Frau Roman, jetzt, Sie kommen ja aus einem Land, wo die bisherige Regierung PiS ja kein gutes Haar in der Europäischen Union gelassen hat, wurde ja sozusagen zum Belzebub gemacht. Jetzt kommt mit Donald Tusk nicht nur ein früherer Regierungschef wieder an die Macht, sondern einer, der ja in Europa quasi sich weiterentwickelt hat. Der war EU-Ratspräsident, hat da einen großen Einfluss ausgeübt.
Wie schwer fällt ihm jetzt sozusagen, da wieder polnischer Politiker, verantwortlicher Regierungschef zu werden? Denn nach wie vor ist er, glaube ich, die Euroskepsis in Polen noch relativ groß. Die Peace da nicht viel so Scherbenhaufen hinterlassen? Nein, würde ich nicht so behaupten. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja am Anfang schon angedeutet, Donald Tusk, das fällt ihm gar nicht schwer. Er will was gut machen. Er hat auch was gut zu machen jetzt. Jetzt eher die polnische Gesellschaft, wie sie daraus reagiert. Ja, genau. Also kurz gesagt, er hat einfach früher sehr liberal, neoliberal quasi politisch gehandelt. Und diese Sozialpolitik, die Peace, mit der die Polen quasi gekauft hat, sage ich einfach jetzt salopp, das wird jetzt halt anders. Und was sich jetzt geändert hat, dass die Menschen einfach mehr Wohlstand haben, das Bruttoinlandsprodukt hat sich fast verdoppelt. Also vieles ist einfach besser geworden. Ihm fehlt es jetzt gar nicht schwer, wieder da anzudocken. Und die Polen sind auch nicht europaskeptisch. Sie sind vielleicht ein bisschen skeptischer in manchen Feldern. Aber vor allem haben sie gemerkt, 160, 170 Milliarden Euro sind blockiert gewesen. Die fließen nicht in diese Dörfer, die fließen nicht in diese Straßen, die fließen nicht in diese verschiedenen Projekte, auf die man gewartet hat, auch nicht in die Wirtschaft. Sie müssen aber fließen, wenn Polen wirklich dann irgendwie was von Europa tatsächlich haben will und sich weiterentwickeln kann. Und die Wirtschaft ist sehr stark geworden in dieser Zeit. Polen braucht jetzt einfach Europa. Mhm. Und der Ausgang der Wahl hat ja gezeigt, dass die Polen das verstanden haben. Sie sagen, Polen braucht Europa, brauchen denn die Niederländer Europa mit einer neuen Regierung? Ganz kurz, nur das muss man ja auch sagen, die Niederlande sind Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, dann Europäische Union jetzt, ein Stützpfeiler Europas. Seit dem Zweiten Weltkrieg, was hat Europa von den Niederlanden noch zu erwarten? Ja, wir sind ja finanzstark, also als Erfinder des Kapitalismus, natürlich modernen Kapitalismus. Also Polen hat natürlich auch schon was bekommen, ich glaube 80 Milliarden Euro in den ersten Jahren für Brücken und Straßen und Bahnhöfen. Und das wird natürlich von den Steuerzahlern bezahlt, hauptsächlich von Deutschland, weil es ein großes Land ist. Aber auch natürlich von den skandinavischen und den sonstigen Ländern in Nordeuropa. Was Europa von den Niederlanden hat, also erwarten kann, vor allem jetzt in einer neuen möglichen Regierung in Den Haag. Ja, das muss sich zeigen, welche Regierung das wird. Also jetzt, es gibt auf Papier eine rechte Mehrheit, Bauernpartei, Rechtsstaatspartei, Geert Wilders, er hat eine Anti-Migrationspartei. Und eine Anti-EU-Partei und eine pro-russische Partei, wie vielleicht auch die AfD. Und das bedeutet also, wenn er imstande wäre, um eine Minderheitsregierung oder ein außerparlamentarisches Kabinett zu bilden, das ist jetzt die Richtung, dann werden die Niederländer von Befürworter der Europäischen Union, wo natürlich niederländische Unternehmen sehr gut verdienen, wie auch die deutschen Unternehmen, zu Euroskeptikern, sie werden zu Bremser. Also jetzt arbeiten sie gern mit dem Partner Deutschland zusammen. Unter Wilders wird es komplett anders sein. Also zum Beispiel gemeinsame Projekte, eine Armee, die zusammengebildet ist, die niederländische Landstreitkräfte unter deutschem Kommando. Das ist schon ein Unikum, das ist schon sehr besonders. Da wird es sehr viel Sand in den deutsch-niederländischen Motor kommen. Und ja, das wird natürlich interessant für Journalisten, aber in Brüssel gibt es Kopfschmerzen. Und bei der Ampelregierung, habe ich gehört, hat man mir gesagt, gibt es natürlich auch sehr große Bedenken, weil Wilders natürlich nicht unbedingt der größte Demokrat ist. Möglicherweise gibt es in Brüssel nicht nur Kopfschmerzen oder hier in Berlin, sondern auch im Europäischen Parlament, Herr Patzelt, für viele. Wir erwarten ja auch, dass es, ich sage es mal, rechtsgerichtete, rechtsgewendete Parteien möglicherweise erhebliche Zuwächse bei der Wahl zum Europäischen Parlament bekommen, also die rechten Parteien und Fraktionen gestärkt werden. Was eint eigentlich diese rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien? Und werden sie möglicherweise in der Lage sein, nach der Wahl die Kommission und den Europäischen Rat auszubremsen?
Alles, was wir an nationalen Umfragen bis hinunter zur Wahlkreisebene derzeit haben, zeigt, dass bei den nächsten europäischen Wahlen wahrscheinlich die Grünen und die Linken und die Liberalen eher verlieren und die Rechten eher gewinnen, sodass dann vielleicht sogar die Mehrheit im Europäischen Parlament von links nach rechts sich dreht. Abhängig davon, wie stark dieser Wandel sein wird, über den wir nichts Genaues im Moment wissen können, wird das natürlich Einfluss darauf haben, welche Kommissare bestätigt werden im Europäischen Parlament. Generell wird sich das politische Klima in Brüssel zwar nicht grundlegend ändern, weil in Brüssel gibt es jede Menge von Leuten, die von der sozusagen bruchlosen Fortsetzung des bisherigen europäischen Entwicklungsweges vollständig überzeugt sind. Aber es werden doch andere Akzente gesetzt werden. Und vermutlich dürfte zu den neuen Akzenten gehören, dass man Dinge wie das Subsidiaritätsprinzip stärker betont als die Lust, die Vereinigten Staaten von Europa mit einer starken Regierung in Brüssel zu schaffen. Oder dass man nationale Vorstellungen in Bezug auf das Bildungssystem, wo es ja keine originären EU-Zuständigkeiten gibt, stärker respektiert als im derzeitigen Europäischen Parlament. Jetzt ist allerdings, fällt ja in einigen Fraktionen auf, dass da rechten Fraktionen im bisherigen Parlament schon, dass da der Haussegen oft schief hängt. Ich hatte ja auch gefragt, sind sich die da so einig oder kocht da jeder sein eigenes Süppchen? In Bezug auf die rechten Parteien wird man allmählich das berühmte frühere Bild von der Sozialistenspirale benennen dürfen. Man strebt danach, dass die eigene Position möglichst rein vertreten wird und verkrault damit die anderen. Es gibt erhebliche Spannungen auch zwischen den beiden jetzigen konservativen oder nicht linken Fraktionen im Europäischen Parlament. Ein Angelpunkt ist, wie geht man mit der AfD um? Ein anderer Angelpunkt ist, wie geht man mit dem Front National um und so weiter. Und das muss sich dann erst noch zusammenrütteln. Und da werden die Wahlergebnisse, die wir im Juni kennen, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ein Problem, wenn ich das sagen darf, ein Problem bei den Europawahlen liegt darin, dass es Wahlen sind, die wir nennen Wahlen zweiter Ordnung. Im Grunde wählen die meisten Wählerinnen und Wähler nicht ihren Abgeordneten für das Europäische Parlament, sondern sie senden eine Botschaft an ihre nationalen Regierungen. Denkzettelwahl. Ein Denkzettel, kann man durchaus sagen, dass sie, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind. In Deutschland wird Folgendes passieren, da das etwa in der Mitte der Legislaturperiode ist, wo generell eine Stimmung eigentlich gegen die Regierungen sich aufbaut. Das kennen wir seit den 50er Jahren in Deutschland. Und jetzt kommt noch dazu, dass das die unpopulärste Koalition ist und wir haben nicht so viel Fantasie, uns vorstellen zu können, dass sich das dramatisch ändern wird bis zu dieser Wahl. Und das ist sozusagen ein generelles demokratisches Problem für die Legitimation des Europäischen Parlaments. Ein Wort noch, Herr Patzel, zu Ihnen. Und Ihre Äußerung, meine ich, ein ruchloser Weg der europäischen Politik. Ruchlos habe ich nicht gesagt, so müssen Sie es verhört haben. Dann habe ich das verhört. Ich würde nie ein solches Wort in Bezug auf eine so schöne Sache wie die europäische Einigung verwenden, mein Lieber. Okay, also dann muss ich mich verhört haben. Lassen Sie uns jetzt, wir haben ja so eine Einschätzung, eine Abstecken, auch das, was in den unterschiedlichen Ländern passiert und alles zusammen gehört ja auch, alle Länder zusammen, alle Menschen zusammen gehören ja auch zur Europäischen Union. Die Kollegen von Zeit Online haben mal untersucht, seit 2015 hat sich der Zuspruch für rechtspopulistische Parteien verdoppelt durch Wahlen, auch durch Umfragen. Das war ja das Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Ist denn die Stärke der rechtspopulistischen, der rechtsextremistischen Parteien in Europa in erster Linie auf das Thema, auf das ungelöste Problem Migration zurückzuführen? Nein, natürlich nicht. Also das sehe ich nicht so. Wenn Sie jetzt auf die Fakten schauen, gibt es natürlich, es gibt die Realität auf den Straßen und in den Parlamenten, aber es gibt auch noch eine Online-Wirklichkeit mit einem chinesischen TikTok oder mit einem russischen Telegram. Das ist nicht das wichtigste Thema gewesen bei der niederländischen Parlamentswahl, Migration? Migration, ja, aber die Migration war ganz vielfältig. Also Migration plus Existenzsicherheit, also diese quasi linke Politik mit rechten Parteien. Aber Migration bedeutet auch, dass die Wohnungen teuer werden. Also wir haben natürlich auch wir haben noch gar nicht über den Ukraine-Krieg gesprochen mit ganz vielen Menschen, die geflüchtet sind aus der Ukraine mit ihren Habseligkeiten, ihren Kindern und so weiter, die auch bei uns
bei uns wohnen, Energieprobleme, das die allgemeine Verteuerung, das sind, glaube ich, die großen, wichtigen Themen. Migration ist eine Komponente, die natürlich das auch noch da ein bisschen anfeuert, die die Probleme schwieriger machen, das Zusammenleben. Aber in den Niederlanden zum Beispiel ist es so, es gibt nicht nur die illegale Migration, die also viele Politiker auch in Deutschland, auch Herr Scholz zum Beispiel, der sagte, man muss das begrenzen und man muss schneller abschieben, hat der sozialdemokratische Kanzler gesagt. Viele Politiker in der EU möchten das, also Herr Orbán natürlich war einer der Ersten, der das stark angesprochen hat. Aber es gibt auch allgemein sozusagen der Zuzug von außerhalb der Europäischen Union Fachkräfte, die man in Deutschland sehr dringend braucht. Und man sieht überall Personalmangel im Krankenhaus, bei Bäckern, Zustellern und so weiter. Die Fachkräfte müssen auch irgendwo müssen sie wohnen. Und natürlich die Superspezialisten. Und das ist die Frage natürlich, wie werden die Superspezialisten bei Infineon oder bei der Chipfabrik in Magdeburg, wie wollen sie da wohnen, wenn da vielleicht ein AfD-Ministerpräsident das Sagen hat? Gut, die Frage ist ja auch Fachkräftemangel, Migration, das muss ja auch irgendwie auseinanderhalten, darf sich unbedingt vermischen. Aber ja, es bedingt sich doch schon. Ja. In Polen gab es ja eigentlich so die Migration 2015, die ist da in Polen gar nicht angekommen, so großartig, wie man das aus Deutschland kennt, aus Niederlanden, aus Italien. Und trotzdem hat da die PiS gewonnen. Also ich würde das. Es ist eine Komponente, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und in Deutschland wird das sicherlich ein wichtiges Thema werden. Da war es aber, sage ich mal, vielleicht nur die quasi das Versuch, mit Migration zu drohen, etwas, was man in Polen eigentlich so gar nicht in diesen Massengrößenordnungen kennt. Natürlich hat man jetzt über den Ukraine-Krieg sehr viel Migration, sehr viele Flüchtlinge, die eben vor dem Krieg flüchteten und die in Polen angekommen sind. Aber auch die werden gebraucht. Die werden auf dem Markt gebraucht. Polen hat demografisch eine schlimmere Situation als Deutschland in wenigen Jahren. Die waren schon vor dem Krieg. Teilweise waren sie vor dem Krieg. Eine Million ist noch dazugekommen. Aber natürlich würde ich das nicht auseinanderhalten, nicht so ganz konkret trennen. Also wenn Sie illegale Einreise haben und Sie haben aber darunter, wie aus der Türkei, 30.000 Leute haben Asylantrag bestellt letztes Jahr. Das ist so viel, wie es vorher nicht war, viel mehr, mehrfach. Nur 10% kriegten den Asyl quasi, die Zusage. Das heißt, 90% schiebt man ab, aber das sind ja Leute, die sehr gut ausgebildet sind, die vor Erdogan flüchten, die quasi in diesem illiberalen Land nicht leben wollen. Die will man zurückschicken, statt hier auf den Markt zu integrieren. Also das ist ein Beispiel dafür, dass sich das nicht so ganz trennen lässt. Und die deutschen Politiker fahren gerade, fliegen um die Welt rum. Es gibt kaum eine Woche in diesen Monaten, wo ich jetzt nicht weiß, dass irgendjemand irgendwo war, auf allen Kontinenten und für Fachkräfte geworben hat. Also das ist halt ein Problem der Kommunikation vielleicht der Ampel, dass man das nicht bei der Bevölkerung, kommt das nicht an, wie dringend dieses Problem ist und wie dringend diese Verzahnung gesehen werden muss, sondern halt AfD gelingt diese Polarisierung. Aber genau das ist ja, Herr Patzel, dass der AfD ist ja gelingt zu sagen, den gibt es gar nicht, diesen Fachkräftemangel, deswegen brauchen wir auch keine Zuwanderung. Naja, das habe ich noch nicht in AfD-Dokumenten gelesen, dass es keinen Fachkräftemangel gibt. An jeder Gang in ein Krankenhaus oder an jeder Besuch von Handwerksbetrieben zeigt, dass es natürlich gibt. Die Steigerung der Geburtenrate, das ist das, was von der AfD zu hören. Ja, aber lass uns zwei Sachen wirklich auseinanderhalten. Das eine ist selbstermächtigte Zuwanderung, ob das über Asylrecht oder über Flüchtlingsstatus und so weiter geht. Und das andere ist die gezielte Einwanderungspolitik zur Behebung des Fachkräftemangels. Und dass das meistens miteinander vermengt wird und so getan wird, als seien sozusagen junge Afrikaner, die nach Deutschland kommen, meistens ohne Ausbildung, genau die von uns benötigten Krankenpfleger und Ingenieure, das verdrießt dann einfach viele und ist eine der Quelle von rechtspopulistischem Empörungsverhalten. Und das andere ist, Migration ist ja nicht das Einzige. Wenn Migranten da sind, muss man die Gesellschaft zusammenhalten. Man muss die Gesellschaft integrieren. Wenn Sie in einem Land eine Zuwanderung, sagen wir mal, von 200.000 Personen pro Jahr haben, dann sind das zwei Großstädte. Damit ist aber noch längst nicht die Infrastruktur geschaffen. Weder die Häuser, noch die Straßen, noch die Versorgungsleitungen, noch die Betreuungsinstitutionen, noch die Lehrer an den Schulen und die Sozialarbeiter, welche die Migranten betreuen. Und das Ausbleiben von erkennbar wirksamen Integrationsbemühungen,
beim Ausbleiben von Beschränkung von selbstermächtigter Zuwanderung. Das ist das, was viele Leute umtreibt und dann eben Rechtspopulisten zulaufen lässt. Herr Merkel, jetzt versucht ja die europäische Politik darauf zu reagieren mit einer Asylreform, die deutliche Verschärfungen auch vorsieht. Ist das der richtige Weg, dieses Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten, der Rechtsextremen wieder zurückzuleiten, zu sagen, wir haben verstanden, es geht ja nicht nur um Abschiebungen, die kaum möglich sind, es geht ja um viele Zuwanderung, massenhafte Zuwanderung, auch um illegale Zuwanderung, die man natürlich, um das Problem Abschiebungen erst gar nicht so zu haben, dann natürlich durch Maßnahmen der beschränkten Einreise, Asylzentren in Drittländern und so weiter versucht dann zu kanalisieren und zu kontrollieren. Ist das sinnvoll und hilft das gegen Rechtsextremisten? Ich glaube letztendlich schon. Und es sind nahezu alle demokratischen Parteien auch auf dem Trip. Und Kanzler Scholz hat ja nicht nur gesagt, abschieben, sondern der hat gesagt, im großen Stil abschieben. Und da ist ihm offensichtlich auch die Sprache etwas verrutscht. Das würden wir eher bei rechtspopulistischen Parteien sehen. Ich bin nicht besonders optimistisch, dass es der Europäischen Union gelingen wird, hier eine wirklich gemeinsame Politik zu fahren. In der Verteilung der Migranten und Flüchtlinge ist sie gescheitert. Und das war ja ein Punkt, der Peace 2015 geholfen hat, dass die Kommission im Hintergrund Deutschland versucht hat, Druck zu machen auf eine Verteilung der Flüchtlinge. Und dann haben die unterschiedlichen Staaten sofort die Mauern hochgezogen. Prinzipiell eine gesteuerte, durchaus großzügige Einwanderungspolitik wäre vonnöten, ist vonnöten. Und ich glaube auch integrativ zu verarbeiten innerhalb der Europäischen Union. Es muss aber gesteuert sein. Und wir weigern uns, Kriterien dafür festzulegen, obwohl wir andere Einwanderungsländer wie Kanada haben, wo das gelingt. Bei der Steuerung und Verteilung, da gerät man sich ja ständig in die Haare, gibt es viel Zoff in Europa. Ist dann eine mögliche Folge, dass es tatsächlich sich dieser Gedanke Festung Europa durchsetzt, dass man erst gar nicht oder versucht, möglichst wenige reinzulassen? Also Festung Europa gibt es in dem Sinne schon. Ich habe 2015, 16 die Schiffe gesehen. Ich habe Frontex begleitet zwischen Griechenland und Türkei, zwischen Libyen und Italien. Ich habe die Mauer zu Belarus gesehen, die aus Polen hochgezogen wurde, im Grenzgebiet, wo man als Bürger gar nicht mehr kommen dürfte, mit einem 5-Kilometer-Streifen verboten für alle Einwohner und vor allem auch für Journalisten natürlich. In Ungarn das gleiche Bild. Ungarn war das der erste quasi, die den Zaun hochgezogen haben mit Containern ohne Fenster, wo man geflüchtete Personen da untergebracht hat, auch Kindern. Also diese Festung mit Mauern, mit Grenzsoldaten, mit Absperrung, mit Zurückdrängen, mit sozusagen das Bezahlen auch von Türkei, 6 Milliarden Euro war da der Deal quasi, der da gemacht wurde. Mit Tunesien hat viel Geld bekommen. Es gibt diese Verabredungen mit Ägypten, mit Menschen, mit Politik in Libyen. Also die Regierung in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, in meinem Land, sie fahren ständig zu irgendwelchen afrikanischen Ländern, um nur da entweder Geld zu verteilen, aber beziehungsweise dass diese Menschen gar nicht erst. Trotzdem sind die rechtspopulistischen Parteien immer noch auf dem Vormarsch. Es gibt ja Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es ist nicht so, dass man hier in Berlin das nicht erkannte und nichts macht. Also es bewegt sich. Es bewegt sich halt sehr spät, muss man sagen. Und es gibt eine Zeit, wo beides da ist. Illegale Migration, die natürlich nicht nur Ingenieure hierher holt, sondern auch Migration, die man nicht unbedingt braucht. Und, aber es bewegt sich was. Und Deutschland, also die Wirtschaft braucht, um diesen Level zu haben, den wir jetzt haben, braucht 400.000 Einwanderer pro Jahr. So, wir haben so viel nicht. Das sind, glaube ich, um die 300.000. Das ist doppelt so viel, als Horst Seehofer von der CSU gefordert hat. Jetzt gibt es ja, wir haben ja keine Monokausalität in Europa, was Ursachen angeht für Spaltung, auch für das Aufkommen rechtspopulistischer Parteien. Es gibt da ja noch andere Gründe, Kriege, Klimawandel, Inflation, sogenannte multiple Krisen.
Was machen denn, Herr Merkel, die Parteien falsch, die etablierten demokratischen Parteien der Mitte falsch, dass bei dieser Krisenbewältigung es die Rechten, die rechtspopulistischen Parteien so einfach haben, einfache Lösungen anzubieten, die dann auch verfangen, wie wir ja an den Umfragen zumindest sehen? Es ist vielleicht etwas bequem zu sagen, die Parteien machen das falsch und andere Parteien würden es besser machen. Dann müssten wir sagen, alle mehr oder weniger oder die meisten der europäischen Regierungen sind nicht in der Lage, gut zu regieren. Die starken und mit die stärksten Rechtspopulisten finden wir tatsächlich in den besten Demokratien, nämlich in Skandinavien, wo sie auch am frühesten aufgetaucht sind. Und die Probleme, die sich heute so kumulieren und überlappen, sind Probleme, die sind gar nicht einfach nationalstaatlich zu lösen. Weder der Krieg, noch die Migration, noch etwa das Klima, nicht einmal die Corona-Fragen waren so nationalstaatlich zu lösen. Also man braucht supranationale, internationale Zusammenschlüsse, Vereinbarungen. Aber die kriegt man ganz schwer nur. Wir sehen ja, wie selbst in einem so institutionalisierten Gebilde wie der EU es schwer ist, auch jenseits des gemeinsamen kleinsten Nenner gute Lösungen zu finden. Also noch einmal, das erklärt, dass in so vielen Ländern die Rechtspopulisten so auf dem Vormarsch sind. Und anzunehmen, dass in all diesen Ländern die Parteien einfach nicht regieren können, ist selbst wieder bequemer Populismus. Aber Sie haben sich ja vorgenommen, Populisten zu entzaubern. Und sagen Sie immer wieder, in jedem Wahlkampf gelingt. Aber irgendwie in Polen hat es funktioniert. Die haben in innerhalb von 8 Jahren entzaubert. Und ich würde sogar eine These behaupten, Polen hat das einfach hinter sich, was andere noch vor sich haben. Also man muss das mal offenbar, ich meine, es ging nicht anders, man hat es erlebt und irgendwann wird es nicht lustig, weil man zwar nicht nur mehr Geld hat, sondern auch weniger Rechte. Und dass eine Gesellschaft, eine demokratische, freiheitsliebende Gesellschaft, irgendwann ist das einfach zu viel und insofern haben die sich da entzaubert. Und so gesehen ist Polen eine reifere Demokratie geworden, als es vor 8 Jahren war. Und die ist aus eigener Kraft jetzt reifer geworden. Und da sind ja jetzt so viele Leute in die Wahl, zur Wahl gegangen, haben sich einfach mal dagegen selber auch mobilisiert und andere mobilisiert, sind fast 75%, noch nie waren so viele, nicht mal 89 waren so viele Leute irgendwie zur Urne gegangen. Das heißt, Herr Patzelt, von Polen und Dänemark lernen heißt Siegen lernen für die demokratische Mitte. Das wäre jetzt eine schöne populistische Formel der demokratischen Mitte. Aber ein wenig mehr Argumente dürfen da noch dazukommen. Entzaubern, was heißt das? Nachweisen, dass es die anderen nicht können. Ja, das ist eine Weise zu entzaubern. Das ist der PiS-Regierung gefallen, widerfahren. Aber ist es wirklich ein verantwortbares Mittel, ein Land erstmal Rechtspopulisten heimfallen zu lassen, dass die 2 Wahlperioden das Land ruinieren? Das habe ich nicht behauptet. Nein, aber ich sage nur, wenn Polen jetzt deswegen reifer ist, weil PiS so lange regiert hat, ist das ein Reifungsprozess, den wir uns nicht unbedingt wünschen müssen. Ja. Entzaubern könnte freilich auch heißen, den Rechtspopulisten ihre Themen wegzunehmen. Schauen Sie, jetzt sagt der Bundeskanzler, wir müssen Zuwanderung begrenzen und wir müssen Abschiebungen in größerem Umfang als bislang machen, um die Härte aus seinen Worten herauszubringen. Jetzt gibt es das Ringen um einen europäischen Konsens, dass nicht ein jeder nach Europa zuwandern kann. Machen Sie mal das Gedankenexperiment, dass Sie sich in das Jahr, sagen wir 2015, Herbst zurückversetzen. Und damals hätte ein deutscher Regierungschef genau das als europäische Politik gefordert, worum jetzt gerungen wird. Meine Wette wäre, die man aber nicht einlösen kann, meine Wette wäre, dass der deutsche Rechtspopulismus niemals so groß geworden wäre, weil ein großer Teil der Bürgerschaft gesagt hätte, ach ja, die Parteien, denen wir so lange vertraut haben, jetzt sind sie wirklich aufgewacht, sie werden das Problem lösen. Und entzaubern kann zum Dritten heißen, nicht sozusagen Populisten gegenüber Feigheit vor dem Feind zu praktizieren, also tunlichst zu vermeiden, dass man sich mit denen auf ein Podium zusammensetzt, gar noch, wenn Fernsehkameras dabei sind,
weil die könnten eine Bühne geboten bekommen, auf der sie besser aussehen als man selbst, sondern sich denen argumentativ stellen. Seit vielen Jahren nenne ich das in den kommunikativen Nahkampf gehen. Die Argumente sich anhören und dann bessere haben, und das für ein Millionenpublikum. Alle drei Sachen sind nicht gemacht worden. Die erste Sache, Gott sei Dank nicht. Die anderen zwei Sachen, Themen rechtzeitig selbst aufgreifen und Populisten stellen, und zwar in ernst gemeinten Diskussionen und nicht in nur solchen, wo einer von der AfD dafür da ist, dass er verprügelt wird wie das Krokodil im Kasperltheater. Das führt dann eher dazu, dass das Publikum auf die Seite des Krokodils gerät. Das Paradoxe ist dabei, dass das, was die AfD in Deutschland verspricht, denen, die sie wählen würden, nur schaden würde. Also wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch würden die Leute, die sich heute erklären, AfD im großen Teil zu wählen, würden gar nicht davon profitieren. Also der ganz normale Mensch, der jetzt kein Reichtum angesammelt hat und nicht viel Vermögen hat, der würde davon nicht profitieren. Marktradikal ist und das. Und eine Sache ist noch ganz wichtig, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Wir sind im Jahr 2024. Das ist ja schon irgendwie ein anderes Jahrhundert. Und die Social Media spielen heute eine große Rolle. Gerade bei jungen Leuten, die ja sich radikalisieren. Und da, glaube ich, muss man auch schauen, dass die AfD einfach das viel besser macht. Also nach heutigen Kriterien, wie man das macht, wenn man Leute fangen will, machen die es einfach besser. Vielleicht TikTok, also Insta, etc. TikTok aus China, genau. Mit Telegram, genau. Aus Russland, mit Twitter. Und das ist auch gesteuert aus Amerika. Weil wir AfD ja eher als eine neoliberale, marktradikale Partei auftritt, die dann auch aber eigentlich Leute anspricht, die von dieser Wirtschaftspolitik nichts haben. Das treibt Donald Trump ja in den USA auf die Spitze, die weiße Unterschichtwelt ihn ja vor allen Dingen ausgerechnet ihm. Aber auch die Oberschicht, die von den Steuereinsparungen profitiert. Wenn wir jetzt auch die USA noch einbeziehen, haben viele Menschen in den westlichen Demokratien Demokratie, Liberalismus, Weltoffenheit satt? Also es gibt natürlich Begrenzungen. Also die neoliberale Politik, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, die kommt auch an den Grenzen. Also das sieht man hier in Berlin zum Beispiel, dass die Wohnungen für viele Menschen auch aus der Mitte der Gesellschaft kaum bezahlbar sind, dass sie nicht mehr umziehen können, sich nicht mehr trauen, das zu tun. Aber man bemerkt zum Beispiel auch, also bezüglich Politik und Ökonomie, was die AfD zum Beispiel will oder Geert Wilders in den Niederlanden, das ist ein Dexit, also dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt, oder die Niederlande, die würde zusammenbrechen, das wäre ein totales Chaos, ein Wirtschaftscrash ohnegleichen. Also die Banken würden, also ich möchte mir das nicht ausmalen. Also das wäre nicht nur ganz schlecht für die Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft das. Und ich glaube, man muss das, wie Herr Patzel gesagt hat, man muss das argumentativ machen und zeigen, was sind tatsächlich die Argumente, die Parteien bringen. Und die müssen auch die Parteien in den Regierungen in Deutschland oder in Holland, in Polen, die müssen damit arbeiten, und zwar schnell. Also sie müssen die Sorgen und Nöten der Menschen, Wohnungen, Existenzsicherheit, Migration, müssen sie ganz schnell daran gehen und liefern. Ich glaube, die Dringlichkeit war noch nie so groß wie heute. Und auch die Gefahr sozusagen, die Parteien, zum Beispiel populistische Parteien, die auch drohen mit dem Austritt aus der NATO. Also nicht nur Herr Trump in den USA, wie Sie gefragt haben bezüglich USA, aber das Gleiche, die AfD hat ja auch ähnliche pro-russische Positionen. Und gar Geert Wilders in dem westlichen Bundesland, Bündnispartner, Verzeihung, Niederlande. Also eine Gefahr gibt es auch an dieser Stelle. Aber der Rechtspopulismus ist nicht deshalb entstanden aus ökonomischen Nöten. Das ist nicht nur ein ökonomisches Problem, ja, und ökonomisch zu lösen. Polen zum Beispiel hat formidable Wachstumsraten während der ganzen Zeit gehabt, und dennoch haben die Leute rechtspopulistisch. Lassen Sie mich einfach noch mal fertig machen. Mein eigentliches Argument neben der sehr guten Entwicklung, ökonomischen Entwicklung Polens, ist, dass der Rechtspopulismus ein
kulturelles, ein soziokulturelles Problem ist, stärker ist als ein rein ökonomisches. Die Leute fühlen sich, viele Leute, die die AfD etwa wählen, die fühlen sich nicht repräsentiert. Es wird nicht ihre Sprache gesprochen. Es wird, wie Sie am Anfang gesagt haben, eben nicht so vereinfacht, dass sie das tatsächlich als ihre Angelegenheiten betrachten können. Also noch einmal, da gibt es rassistische Subtexte, da gibt es kulturell nicht wahrgenommen, dann gibt es da oben diese weltläufigen Kosmopoliten, die sprechen in einer Art und Weise und schauen auch mit einer gewissen Arroganz herunter auf traditionelle Lebensweisen, die nicht meine wären, aber die kommen nicht zum Zuge. Nochmal, ich glaube, das Problem würde sich verschärfen durch eine ökonomische Krise, aber schlicht durch eine ökonomische Prosperität würde sich der Rechtspopulismus nicht auflösen. Das ist eine Protestwahl gewesen 2015 in Polen, die auch eine sehr starke Wirtschaft, also die grundlegend starke wirtschaftliche Komponente hatte, weil die Menschen eben sozialpolitisch einfach zu wenig davon abbekommen haben, was das Land an Wirtschaft eigentlich hergegeben hat. Deshalb war das schon wirtschaftlich bedingt, aber es war auch eine Protest. Und genau so ist es, und das ist das Pessimistische eigentlich, dass ganz viele sagen, was müsste sich eigentlich ändern, damit die Leute keine AfD wählen. Und die Leute sagen, wir wählen trotzdem AfD, weil das eine zum großen Teil eine Protestwahl sein wird, möglicherweise. Protest greift zu kurz. Es ist vielmehr so, wie Herr Merkel betont hat. Es ist ein Kulturphänomen, es ist ein Kulturkampf. Auch. Ein Kulturkampf zwischen denen, die von sich wissen, sie sind akademisch gebildet, werden ein gutes Leben führen, haben sich sozusagen die Möglichkeit erarbeitet oder ererbt, Luxusprobleme in Anführungsstrichen lösen zu können, während die Krankenschwester, während der Bauarbeiter ganz reale Probleme mit dem Rücken hat, wenn die Kranken zu drehen sind und so weiter, weil es zu wenig Personal gibt. Und die kulturelle Dimension des Aufstiegs des Rechtspopulismus, die ist viel zu wenig beachtet worden. Ja, nachgerade sind in die Wundern kulturalistischer Art, ja, ganze Streusalzdosen hineingeleert worden. Diese Leute, die da demonstrieren, ob das früher bei Pegida war oder später bei der AfD, die sind alle ganz dumm. Mit denen kann man gar nicht reden. Das, was sie sich vorstellen, sind reine Phantasmagorien. Wir hören denen sowieso nicht zu. Mit ihnen reden, das adelt die lediglich, das verdienen die nicht. Und wenn die demonstrieren, stellt man ihnen das Licht ab. Dass unter solchen Umständen sozusagen der Unterlegene im Kulturkampf, im Kampf um die kulturelle Hegemonie, um die Lufthoheit über den akademischen Tischen und Tischchen, dass der Unterlegene sich da verhärtet und dass die sich Verhärtenden immer mehr Zulauf gewinnen, insbesondere dann, wenn von außen, selbst dann, wenn sie wachsen, immer auf sie draufgeschlagen wird, das könnte einem, wenn schon nicht die politikwissenschaftliche Analyse, zumindest der gesunde Menschenverstand sagen. Und hier haben wir von Anfang an den falschen Weg beschritten. Und jetzt mit der Moralisierung auch noch ins moralische Unrecht jene zu setzen, die sich in der jetzt dominanten und an der Wirklichkeit schrittweise zerschellenden Kultur nicht beheimatet fühlen. Das Ganze zu moralisieren und diese auch noch zu moralisch schlechten Menschen zu erklären, das ist nicht das Heilmittel. Und deswegen helfen auch diese ganzen Demonstrationen gegen rechts, die mich ja nun sehr an christliche Flurumzüge erinnern, naja, wo man die metaphysischen Kräfte anruft, auf dass das allgemeine Böse bekämpft wird. Wo dann Kollegen von uns in Interviews sagen, jetzt schlottert die AfD vor Angst, seitdem sie diese Demonstrationen sieht, als ob man hier das Weihwasser zur Abschreckung des Gott sei bei uns verwenden würde. Naja, das ist alles die falsche Reaktion. Demokratische Reaktion ist ja schön, der Zivilgesellschaft. Mein Lieber, ich freue mich ja darüber. Aber dann ich sage aber nur, dass man durch symbolisch abtut. Ich sage nur, dass man durch symbolisches Handeln keine realen Kulturprobleme lösen kann. Ja, aber das ist auch ein bisschen komplexer als das, was Sie gerade erklären. Ich habe auch nur ein polemisches Beispiel gebracht, das sozusagen den Kern entstellt. Also die Vorstellung, hier mobilisiert sich die Zivilgesellschaft und dann schämen sich die AfD. Und dann schämt, der Nachsatz ist wichtig, dann schämen sich die AfD-Wähler so sehr. Das ist natürlich Unsinn. Das ist blühender Unsinn. Ja, man muss die Probleme lösen und dazu heißt es, die kulturell sich entfremdet Fühlenden ernst zu nehmen und dann in Diskussionen zu stellen, damit der Unsinn, den sie glauben, von ihnen selbst auch begriffen wird. Komplexe Fragen erfordern komplexe Antworten. So hat die Sendung begonnen. Das war klar, dass wir in 44 Minuten und 30 Sekunden das Problem nicht
aus der Welt schaffen oder lösen. Ich bedanke mich bei Rosalia Romanietz, bei Werner Patzl, bei Rob Savelberg und bei Wolfgang Merkel. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde deftig, heftig, kräftig der politische Aschermittwoch. Aktuelles in Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, darin ein Schwerpunkt zum Nahen Osten. Bleiben Sie bei uns.